Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Hack 11 mit mir, Basti GHG. Ihr seht es eventuell, ich befinde mich direkt vor unserem absoluten Schatz, unserem Schätzchen, unserem absoluten Großprojekt, was wir also mittlerweile in der kurzen Zeit von Tagen, also mittlerweile auf ein Level gebracht haben, das, wow. Das ist ein Loch mit einem Durchmesser von 175 Blöcken mit einer Menge weiterer Sachen, die wir noch so vorhaben werden. Glaubt mir, da wird noch was richtig, richtig Geiles insgesamt am Ende entstehen. Freue mich auf jeden Fall, das ganze Ding heute noch weiter zu bearbeiten. Die gestrige Folge war halt wirklich legit. Die komplette Lochfolge. Also, nicht weil wir im Loch waren, also... Naja, also, wir waren halt im Loch arbeiten, aber... Nicht von der Stimmungslage her. Ich freue mich auf jeden Fall. Lasst heute auch wieder einen Like da, abonniert diesen Kanal. Vielleicht knacken wir bald die 600.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Würde mich unfassbar freuen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr weitere Ideen oder Vorschläge habt zu egal was. Warum fließt da random Wasser? Das müssen wir abchecken. Ich hoffe, dass euch das heutige Highlight-Video auch mal wieder gefallen wird. Was heute alles passieren wird, weiß ich selber noch nicht genau. Ich möchte auf jeden Fall größtenteils wieder weiter Terraform bearbeiten und hin und her. Oh mein Gott, Eindringling. Das heißt, ja, mal gucken. Erster MLG des Tages. Sitzt. So, jetzt erstmal ein bisschen die Frage, bevor wir jetzt hier uns noch weiter von allen ein bisschen zulabern lassen, müssen wir uns mal überlegen, wie wir hier natürlich erstmal weiter vorgehen. Ich zeige euch mal ganz kurz den aktuellen Plan, die aktuelle Übersicht. Wir haben immer wieder das gut eingezeichnet, das ist mal sehr praktisch für das, was wir hier tun. Der eigentliche Plan, der war eigentlich auf der linken Seite, dass wir unser Loch mehr oder weniger von beiden Seiten so aussehen lassen. Das wäre die erste Sache gewesen bis minus 3. Dann hätten wir hier nochmal eine kleine Abstufung gehabt, bla bla bla. Und das hier ist sowieso eigentlich super viel feine Arbeit. Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass wir es jetzt einfach so machen, einfach groß ausheben und dann setzen wir einfach fein die Sachen so ein, wie wir sie brauchen. Also unsere weiteren Treppenstufen. Ihr checkt so ein bisschen, was ich meine. Das Ding ist, was wir aktuell jetzt gemacht haben, ist, wir haben es jetzt so weit ausgehoben. Ne, wir haben es sogar so weit ausgehoben, aber noch nicht geglättet. Eigentlich ist der nächste große Auftrag, dass wir bis zu minus 3 alles so auf diese Höhe bekommen. Warum glätten, wenn was drüber kommt? Weil ich dann, ich kann besser bauen. Ich sage so ehrlich, jetzt, ich stelle es mir richtig anstrengend vor, jetzt hier an den Sachen mir was vorzustellen. Weil, ja, ich glaube, das wird echt Pain. Ich möchte eigentlich schon das lieber glätten und dann daran bauen. Also, was ich euch sagen kann, ohne dass das viel spoilert, ist, wir werden hier am Rand immer wieder, das muss dann natürlich dann noch ein bisschen besser ausgemessen werden, wir werden hier immer wieder am Rand Pfeiler aufstellen lassen, um diese gesamte Fläche außen rundherum. Und dann werden diese hochgelegten Säulen, die werden bis dort nach oben gehen, die werden sozusagen überdacht. Das gleiche wird probably auch die Ebene darunter passieren, wenn ich das halt möchte. Also eigentlich brauche ich einen Ring, zwei Ringe, dann kurz unter diesem Ring, unter dem, den wir jetzt gemacht haben, kommt nochmal einer. Der ist, sage ich mal, easy 75. Wir haben jetzt da unten auf 0, jetzt kommt auf minus 25, mitschreiben, auf minus 25. Auf minus 25 machen wir einen 75er Ring. Dann auf minus 35 einen 55er. Und dann bis halt Bedrock, bis minus 64, machen wir einen 35er. Ich glaube, so kann ich mitarbeiten. Ich glaube, dass das geil wird. Und dann sehen wir. Dann sehen wir, was wird. Dann sehen wir, was wird. So, 75 durch 2, Leute, ist 37,5. Also 37 Blöcke. Komm hier ran, ja. Jo, jo. Danke. Check, check. Geil, Mann. Check, check. Check, check, check. Frack, frack. Hä? Bam, bam, bam. Danke dir. Wow, wow, wow. Kein Problem. Wow, wow, wow. Alright, es wird jetzt eine Redstone-Maschine angeschmissen. Jetzt wird gezockt. Ach, ei, oh mein Gott, ja, ein Stack ist ja. Sind ja 9 Stacks Bomi-Blöcke. 9 Stacks Bomi. Geil. Gut, dann bis späti. Tschüssi. Moosfarm aktiviert. Das heißt, wir lassen jetzt schon mal parallel, während wir jetzt noch so am Bauen sind und jetzt gerade das nicht unbedingt bauen, lassen wir das jetzt nochmal machen. Moosfarm, wir schließen mal direkt nochmal ein paar mehr Kisten an. Geil. Vielleicht können wir auch irgendwann von den Dingern nochmal mehrere bauen. Basti, hallo! Hey, Papa Platte! Wie geht's dir, Großer? Hey, Papa! Ich hab gehört, du bist ein Krieger. Ja, und du kannst es auch sein. Oh nein, ich trau mich nicht. Doc Hudson! Wir brauchen dich im Team. Kevin? Wir dürfen nicht zu laut reden, weil hier ist... Bro, Retalk, ich muss jetzt nochmal sagen, jetzt ihr beide nebeneinander, ich muss doch schon ein bisschen sagen, dass deine Rüstung doch nicht so cool ist. Hä? Warum immer auf mein Aussehen? Zeig mal, was du ein bisschen drauf hast. Zeig mal ein paar Moves mit der Faust. Komm, zeig mal ein bisschen. Boah, Bro, Hilfe, was ist das für ein Movement? Oh mein Gott, der Uppercut, Uppercut. Komm, mehr. Gib mir mehr. W-Tap, komm. Oh, Spiritfuser, komm. Gib mir mehr. Was geht? Hallo.
Alter, das ist fast Village abgeschossen. Oh, bist du ein Kämpfer? Hey, 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 hey! Bro, hast du gerade Take Aim bekommen als Achievement, nachdem du mich Digga. Ich hab gerade mir einen Bogen geholt, ja. Bro, du hast zum ersten Mal geschossen und willst jetzt. Warte mal, hast du einen Waffenschein? Ey, ein Zivilist? Da habt ihr euch eine richtige Gurke. Du hast meinen Bruder getötet, du Arschloch. Du kleiner W. Hey, hey! Was geht ab, Chef? Mir liefen die Hausaufgaben heute. Ich komm gerade von der Schule. Ich musste noch lernen, aber ich hab Zeit, ja, ich hab Zeit. Okay, du könntest der fünfte Krieger sein. Der fünfte Krieger. Ja. Okay, ich check, ja. Das Problem ist, pass auf, ich hab Lederrüstung. Warte, ich bin immer weg. Nein, nein! Er unterschätzt dich. Ich würde dir meine Rüstung geben. Borgen. Echt jetzt? Wenn du... Borgen, klar, obvious. Kevin? Warum hast du eine Lederrüstung, Bro? Ja, weil ich stylisch unterwegs bin. Die ist so gefärbt und so. Nee, aber Basti hat gerade was gesagt. er leiht mir seine Rüstung. Oh! Mhm. Boss! Also Basti, bist du quasi im Herzen auch mit dabei? Ja, ich weiß nicht, ob ich es machen sollte. Doch, klar, wir brauchen also, das, Bro. Es wäre alles unberechenbar, Basti, ne? Wegen diesem, hey, du hast halt null Tode und... Ja, es ist halt das Event, ne? Wie macht ihr das? Wie macht ihr die Gewinnbeteiligung? Darum. Also gerade ist die Aufteilung, aber also... Chat schreibt schon die ganze Zeit, dass Hugo das nicht teilen möchte. Mhm. Aber wenn wir es teilen können, dann würden wir es so machen, dass Stegi und ich jeweils uns 5 Subs nehmen und gerade Norex und Fabo sich den Rest teilen. Aber es geht einfach nur darum, dass er dann am Ende nochmal auf unsere Channels muss. Genau, also, das ist dann nochmal ein Abfuck mehr. Danke, Ballis, Marcel. Das ist perfekt. Ja, okay. Erstmal, wie findest du Rüstung? Ich habe ein bisschen noch was geupgradet. For real sieht's stylisch aus. Jetzt ist Silent Armor auf dem Brustpanzer. Aber du musst dir, glaube ich, ein bisschen mit Mending auffüllen. Oh mein Gott. Ja, ja, aber das geht ganz schnell. Hey, ich bekomme jetzt das Achievement? Okay. Oh. Krass, oh. Krass. Oh. Gut, das ist, Wie schreibt man jetzt farbig? F-A-R-B-I-G. Nein, nein. Bro, es ist nicht ist so schwer. Bruder, du hast richtig Angst. Nein, nein, sag nicht, wie man farbig schreibt. In den Chat. Mann. Also, der Text. Nein! Ja. Nein! So, wie schreibe ich den roten Text? Jakob schreibt rot, ja. Mann, Alter! Oh, okay, ich weiß es, danke. Der Erste, der mich innerhalb von 2 Stunden tötet, bekommt 100 Subs ab jetzt. Boah, ich muss mir das angucken, ne? Weißt du, wo er gerade ist? Ich glaube schon, ja, ich find's interessant. Wichtiger hat mein Stuff, by the way, ne? Kauts durch. Mann, er baut sich ein, direkt am Anfang, wie langweilig. Okay, die sind jetzt schon einfach bei... Natürlich mache ich das. Oh mein Gott, schon mal vorher, er stirbt jetzt einfach nach 5 Minuten. Wo ist das TNT? Habt ihr schon gespottet? Nee. Leute, ich sag euch ehrlich, ich glaube, das wird 5 Minuten gehen. Wir müssen noch weit reisen. Ich krieg über aufs Maul, der flieht schon. Er will Portal trappen. Portal trappen. Oh, jetzt wird gebadbombt, glaube ich. Oh mein Gott, ja. Ja, ja. Er portet. Achtung, Portal ist in Kontrolle. Warte mal, das Ding geht nicht in die Luft. Das weiß er, oder? Oh mein Gott, Hugo. Nein. Wir müssen hoffen, dass Wichtiger ihn killt. Ja, klar. 270 Minuten. Hä? Was ist denn jetzt, Bro? Er macht nochmal meine Base. Er baut noch weiter. Was macht er? Er chillt ein bisschen. Er geht nochmal full enchant. Bro, geh doch durch. Bist du noch hinter ihm dran? Ich seh. Wichtiger, komm! Hier oben, oder? Wichtiger, by the way, mein Stuff. Er darf den nicht verlieren. Airfall ist hinter ihm. Schön. Ich bin Crystals. Oh Gott. Ich komm. Digga, er wird alle so mittöten, ne? Airfall, Digga, auf einmal Air vor. Lass reingehen. Oh Gott. Kevin, bei dir ist aber zu, ne? Erstmal Kevin. Nein, Kevin. Hier darf ich nicht schlagen. Er geht bei Kevin hoch. Oh. Lattenportal. Ja, sie haben ihn. Ich kämpfe gegen ihn im Lattenbase. Er geht in der Chess. Er geht ins Lattenportal. Lass rein. Boxen rein. Echt? Er ist getrappt. Er ist down. Er kommt nicht raus. Oder doch in der Pelle. Das wäre die einzige Chance. Ich hab OP gehabt. Haben wir Obi? Wenn ihr Obi habt, dann replace ich mit Obi. Er ist los. Digga, warum mach ich das nicht früher? Bin ich dumm? Ich hab's nicht gesehen, was hat er gemacht? Rüstung ist echt am Arsch, aber er hat noch Spare, Oh mein Gott. Oh, clever. Für Mending auf die Rüstung. Er ist down. Wer kriegt den Kill? Das ist jetzt die Frage. Nicht reingehen mit Space. Erstes Totem. Ja, jetzt erstmal noch den Bogen verbrennen. Geil. Geile Idee. Erstmal aus der Ener-Chest rausholen. Ich will jetzt eher in die Ener-Chest-Stuff reinmachen. Ja,
wichtiger hat ihn! Mit der Basti GRG-Rüstung! Geil! Basti, du bist der Beste, wirklich! Es ist die Aura! Let's go! Ich schwöre, es ist die Aura, es ist so krass! Sehr gut, Kevin, nice, also good one! Also gut. Wow! Wow, wow, wow. Insane. Also was wir vorhin gecallt haben, so ich glaube, wenn du es schaffst, so ein bisschen wegzukommen, so dann lassen wir dich raggen irgendwie, so checkst du es, so, wenn du es schaffst. Ist ein bisschen so benutzt und aber ich find, sorry, halt komplett aber danke. Ohne. Alter, das gerne. Ist so der Bogen ist und Kevin, du hast jetzt einen besseren sein, Bogen. Haha, ja. Wie geil. Ja, ja. Hä, was war das? Basti? Ey, was ist diese Partnerjubiläums-Scheiße? Ja, du bist. Hast du gerade? Ja, Bro, Digga, das sag doch vorher alle. Was. Oh mein Gott. Revi hat Jubiläum. Revi. Glückwunsch, Revi. Alles Gute, Revi. Revi, alles Gute. Mann, das hat doch gar keine Aussagekraft, oder? Das hat doch. Doch, doch. Oh, Digga, krieg ich jetzt Revi hat Jubiläum. Bro. Mega nice. Er sagt das einfach nicht vorher. Er hat nicht gesagt. Jojo. Jojo, wie redest du? Am Spawn 50, okay? Was? Schauen wir mal. Ist der jetzt gleich Event oder was? I guess, ja. Stehe hier in Feister ein bisschen was vorbereitet. Geil. Habt ihr schon so eine gewisse Ahnung, was es sein kann? Kamele. Ey, ihr könnt zum Spawn kommen, ihr könnt zum Spawn kommen. No joke, no Rex der Bereicherung fürs Projekt. 20 Leute und das Geile ist, ihr müsst euch dann immer einen Partner suchen. Ihr seid heute zu zweit. Bitte, Revi. Oh, oh. Ihr seid heute zusammen. Zu Basti. Bitte, Kevin, Revi. It's time to shine. Norix. Och, wir machen es. Ja! Wir sind Partner. Ich bin gerade. Was hast du gesagt? Haben wir eine Blume? Hat wer Essen? Hallo, bitte. Eine Veränderung und zwar einfach nur ein ganz normales Rennen wäre arschlangweilig. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen in Zweierteams ein Kamelrennen. Eine Person ist hinten drauf und die Person, die das Kamel reitet, wird nicht sehen. Das heißt, ihr müsst jetzt eigentlich setupen, dass ihr. Okay, das ist cool. Und euer Partner wird euch dann gleich führen. Und ich würde das in einzelnen Channel, oder? Dass wir dann echt genau in einzelnen Channel Norex verführen. Okay, also das Event ist quasi, was meint ihr, ein Labyrinth, also so ein Rennenmäßig, oder? Genau, wir machen Kamelrennen, man kann zu zweiter drauf sitzen. Ja. Und eine Person, die vorne sitzt, sieht nichts und die hintere sieht es und muss halt navigieren. Oh, ich habe das Gefühl, Bro, ich würde dich voll gerne führen und dass du blind bist. Ja, aber ich glaube, fürs Team ist es besser, wenn du blind wärst. Oh, das klappt echt gut. Ja, ja. Gleich einfach nur weh. Okay. 3, 2, 1, los! Weiter. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Ja, nach links, jetzt nach links. So? Jetzt, ja, genau, rechts. Und immer weh drücken, weh. Rechts. Weh dabei, weh. Gut. Rückwärts. Hey, kommen wir da durch? Wir kommen da einfach durch. Jetzt dreh dich mal nach links. Ja, jetzt links drücken. Nur links, nicht weh. Links. Weiter nach. Jetzt ein bisschen S. Links. Ganz langsam. Tipp. Weiter. Wir glitschen so ein bisschen an der Wand lang. Das ist gut. Stopp! Jetzt D. Nee, stopp. Noch weiter. S. Zurück. Ja. Und jetzt noch weiter S. Ein kleines Stück. Und jetzt D. Digga, ich hab keine S. Gedrückt halten, oder? S noch ein bisschen tippeln. Und jetzt D. Läuft's gut, Chat? Nein, stopp. Vor? Ah, jetzt ganz wichtig. Jetzt D eindrehen. D. Was meinst du mit D eindrehen? D jetzt ein bisschen länger drücken. Weiter. Ja, nur D. Wie Wasser oder so. Stopp. A. Ja. Stopp, weh, wer? Oh, was denn? So, stopp. So, na, ja, jetzt drück mal W. So ist gut. Ja. Weh, einfach weh. Ja. Gedrückt halten, oder? Ja, lauf mal jetzt einfach, drück mal weh. Drück mal. Stopp. Digga, sind wir. Stopp. Wir gerade? Stopp, und jetzt nach A. A. Ich weiß nicht warum, aber ich hab irgendwie das Gefühl, wir sind in der Höhle oder sowas. A. Einfach nur A drücken. Einfach. Gefallen, oder? Jein. Okay. Ah, so, wir holen jetzt gerade auf. Und jetzt einfach W drücken, W. Kannst du sogar mal sprinten. Aber passt, nee, mach einfach so. Jetzt, ja, genau, einfach nicht. Genau, einfach weitermachen und ein bisschen nach rechts gucken. Nach rechts gucken. Mehr? Ja, mehr nach rechts gucken. Gleich musst du sprinten und einen Dash machen. Jetzt! Jetzt, Dash! Digga, das ist ultra schwer.
Schon lange. Das ist schon lange vorbei. Kevin, du stehst jetzt. Du musst dir vorstellen, du musst jetzt nochmal noch weiter D drücken. D, D, D. Ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, du musst jetzt, also du hast sozusagen zwei, drei Blöcke, vor dir ist ein Abgrund und du musst sozusagen also musst jetzt sprinten musst du jetzt sprinten, dashen. Sprinten, Steuerung oder Shift gewesen? Steuerung, ne? Ich hab das woanders, aber du kannst auch einfach Doppel-W drücken. Doppel-W und einfach dann Leertaste aufladen, aber geh mal noch ein bisschen Stück zurück, damit du mehr Anlauf nehmen kannst. So? Noch weiter, ja. Du kannst bis S jetzt, ja, so genau. Und jetzt sprinten und einen guten Sprung. Sag jetzt, bevor ich springe, also so. Du musst dir vorstellen, du drückst Doppel-W und sofort lädst du diesen Jump auf. Okay, watch it. Ja. Zu spät. Digga, dich greifen drei Phantome an, ist das alles scheiße. Nein, ich cheate nicht. Ich hab nur den Chip gelesen. Okay, du musst jetzt nochmal schnell. Du musst jetzt diesen Sprung machen, unser Kamelschub, du bist im Kaktus drin. Ich mach. Ja, du hast ihn! Okay. Dreh die Maus um 90 Grad nach rechts. So, jetzt haben wir einen. Wir haben jetzt ein Parcours auf Glaspanes, auf diesen dünnen Dingern. Okay, also langsam. Langsam. Jetzt, du drehst die Maus nochmal so minimal ein Stück nach rechts. So? Ja. Noch ein kleines Mini. Und jetzt. So? Ja, genau. Jetzt W. Tippel. Achtung! Tippel. Mini. Nur minimal andrücken. Minimal. Stopp! Links gucken, mehr nach links gucken. Stopp, noch ein bisschen zurück nach rechts. Tippel und schubsen einfach andere runter. Das ist so kacke. Tippel. Und jetzt nach rechts gucken. So? Ja, noch weiter nach rechts gucken. Bro, wir sind in einem anderen Kamel drin einfach. Was passiert, Digga? Noch mehr? Ja, jetzt nach links gucken und stopp. Bisschen nach links, jetzt nach vorne laufen. Nein, stopp. Stopp, ist das knapp. Du musst wieder essen, Bro. Ja. Du machst es sauber, Kevin. Du machst es sehr gut. Langsam, slow and steady. Ja. Stopp! Und okay, du machst jetzt einfach den Sprung wieder. Aufladen. Okay. Und nach W einfach. Kann ich nach vorne? Ja, nach vorne. Du musst nach vorne einen großen Schritt sozusagen machen. Super, du hast geschafft. Links. Hab ich. Ja. Gut. Ja, jetzt W einfach durchdrücken. Wir sind im Cobweb drin, aber es juckt. Nach links gucken, links gucken. So? W. Ja, jetzt W. Bro, du musst wieder essen. Du stirbst. Alter, Bro, ich weiß nicht, wie du das eigentlich tankst. Okay. Bro, ich töte jetzt ganz kurz mal deine Bro, dich greifen dauerhaft Phantom an. Ich muss die. Ja. Soll ich noch weiterlaufen? Ja, warte, ich bin. Ey, ich bin voll. Chat schreibt, ich bin voll. Ja, alles trotzdem. Alles gut. Glaub mir, das ist sehr anstrengend, dass hier sieben Phantome. Oh Gott. Ich bin voll mit Essen und allem. Was jetzt? Okay, pass auf. Jetzt guck nach rechts. Was ist passiert? Nichts, guck nach rechts und W. Stopp. Ein bisschen zurücklaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, unser Kamel ist tot, Bro. Nein, rückwärts laufen. Und jetzt musst du so einen Dash machen. Mach einen Dash. Super. Sehr gut. Jetzt nach links gucken. Ja. Und W. W. Wir sind nicht mehr auf einem Kamel, oder? W. Weiter einfach nur W drücken. Ja, mach ich. Jetzt einfach W gedrückt halten. Das. Mach ich. Und jetzt Leertaste. Dazu Leertaste, sorry. Super. Nach links gucken. Hoch. W. W, nochmal W. Hab. So, jetzt Doppel-W. Jetzt musst du wirklich richtig weit sprinten. Weit sprinten. Kannst Sprint jumpen. So. Sprint jumpen. Das geht doch gar nicht mit einem. Doch. Jetzt, stopp! Warte. Guck ein bisschen nach links. Ja. Noch weiter zurück nach rechts. Ja. Stück. Nach W. Und drück mal rechtsklick, die ganze Zeit rechtsklick. Nach links. Ja, perfekt. So, jetzt läufst du nochmal W. Einfach mal W gedrückt halten. Was passiert gerade? Doppel-W. Einfach drück W schnell. Drück W schnell. Schnell. Nach links gucken, nach links gucken. Nach links. Links, stopp! Okay, oh mein Gott. Guck dich bitte nach links um. Nach links gucken. So. Weiter. Und jetzt W. Lange oder? Ja, jetzt kannst du W länger gedrückt halten. Rechts. So oder weiter? Rechts. Jetzt W, ja. Und links. Stehen bleiben. Und W drücken. Links. Nein, stopp! Ah, du bist am Ziel vorbei! Was denn? Okay, zurück. Ja, so. Jetzt nach links gucken, so ein bisschen mehr, so 90 Grad. Und jetzt W drücken. Ja. Einfach W gedrückt halten. Wir haben's! Wir sind durch! Wenn das Ziel ist. Bildschirm wegmachen? Ich glaube ja, das ist das Ziel, zu 100%. Ey, das war das Ziel! Ey! Yeah. Was, du bist noch auf einem Kamel? Na klar, was denkst du denn? Oh mein Gott, ich dachte, Nojo, du verarschst mich die ganze Zeit. Mann, Bro, wir sahen die ganze Zeit auf dem Kamel. Ich dachte, ich bin irgendwie durch ein. Oh mein Gott. Nein, alles gut, Bro. Alles easy, Bro. Oh mein Gott, let's go. I got you. Bro, wir sind nicht. Haben wir gewonnen, also, waren die, sind wir die Ersten? Nee, ich glaube, es waren andere davon. Ja, fuck.
Fast, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie viel, ey. So, stopp. Oh, krass. Ja, das war stark. Krass, okay. Guck, was du gleich machst. Yo! Stopp! Mann, wie du da auch hinten drin sitzt, Digga. Ja, ja. Digga, guck mal gleich, wenn's Nacht wird, Junge, die Phantome gleich. Das ist so krank. Stopp! So, jetzt haben wir einen. Wir haben jetzt einen Parcours auf Glaspaint. Alter, wir sind auf sowas mit ja! Langsam. Ich dachte, du meintest auf so Glasblöcke. Nein! Deswegen meine ich ja wirklich. Was? Ja, warte, ich bin... Ich hab das Gefühl, hier ist es passiert, oder? Nein, was soll da passieren? Trotzdem, glaub mir, das ist sehr anstrengend, dass hier 7 Phantome... Oh Gott. Ich bin voll mit Essen und allem. Ich wusste es. Okay, pass auf. Jetzt... Guck nach rechts. Digga, komm. Jetzt Doppel-W. Jetzt musst du wirklich richtig weit sprinten. Weit sprinten. Kannst Sprint jumpen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt stopp. Oh mein Gott. Guck ein bisschen nach links. Guck, wie er sich auf. Also, wie er so aufsteht. Auf. Digga, wie geil. Digga, wie geil. What the fuck? Nach links. Ja, perfekt. So. Digga, krank, Alter. Bro, das war ultra geil. Wo sind denn alle? Hey, Leute, wo ist die Party? Kevin hat 2. Wo ist die zweite Geode? Nee, ich hab wieder hingebaut. Wo ist die Geode? Ganz hoch da. Okay. Ich sehe sie nicht, aber ich gehe mal hoch. Warte mal, ich guck mir jetzt gerade. Warte mal, du hast jetzt hier keine Cluster abgebaut, oder? Ich hab wieder hingebaut, Bro. Kevin, die kann man nicht wieder hinplacen. Das checkst du, ne? Bro, das ging nicht anders. Bro! Das ist wirklich die. Ja, aber Retalk, stell dich bitte so. Nein. Du darfst doch häufiger da hingehen, ne? Aber das Wichtige ist, stell dich bitte immer so hin, dass du halt denkst, also dass der nächste Block nicht der Cluster sein kann. Dass dann Luft ist. Weil ja, Retalk, wenn du jetzt halt hier oft hingehst, dann wird das halt häufiger noch passieren. Und das ist wirklich aber was wichtig. Was ist mit Cluster? Das ist der Block dahinter, der ist übertrieben wertvoll, weil der ist halt. Ach so, du meinst der, wo das Ding drin ist? Den ja, du hast. Abgebaut, du hast einen Spawner abgebaut, Bro. Nee, das glaube ich nicht. Haben wir eine Fackel? Ach, du hast wieder Shader drin, ne? Ah, warte. So, ja, du machst 4 Soul Sand, 3 Köpfe und dann, du wolltest den ja machen, ne? Dann viel Spaß. Digga, es ist dunkel hier, ich brauche eine Fackel. Ach, oh, was gehört? Nein! Ich konnte Handy nicht lautlos. Ah, Scheiße. Mann! Voll peinlich gerade, voll peinlich. Ey, Leute, ey. Hallo. Ah, Mann! Cool Sleepings noch eins, der Mais. Tut mir leid, hey, Jungs. Bro, ich liebe dieses Geräusch so sehr, ne? Das ist so krass. Das ist schon Android. Bro, das ist richtig. Das ist so Carla Kolumna aus Benjamin Blümchen. Ja, warte. Leute, Ruhe. Ruhe! Oh mein Gott, Merde, du machst ja einfach auf! Jetzt erst mit Bogen, ja. Super. Ja, ich bin doch Profi auf dem Gebiet. Ja, ja. Du weißt doch, wenn er da bei der. Ja. Basti, der befreit sich. Ja. Basti? Basti, der befreit sich. Hilfe! Oh. Ich schwöre, ich mach keine Fotos, Jungs. Werd lautlos. Bitte. Gott. Neues Totem, falls du wieder ausdingst. Safe. Ja, easy, ne? Stay with us. Ja, sind da. Chef. Aber das funktioniert. Boah, wie episch. Ja, aber das ist. Funktioniert hier gerade. Das sieht irgendwie anders aus. Okay, pass auf, hör mir zu. Ja, es leckt Alter. Hör auf. Hör mir zu. Wir kommen in Frieden, wir haben dein ganzes Stuff gesaved und ich hab hier. Ein Entschuldigungsgeschenk, okay? Digga, willst du mich komplett verarschen? Ich hatte 110 Level. Gut, dann nehme ich die. So, jetzt ist mir weg. Reicht es mit deinen Spielchen. Hör auf, das darfst du nicht. Hör auf. Bravo. Das ist nicht das, was wir gerade brauchen. Boah, ich wollte dasselbe gerade machen. Ja, also Hugo, lass uns wieder Freunde sein. Guck mal, was ich hier hab. Ey. Boah, 2 Stück? Tschüss. Dicker Helmut, du kranke Schwein. Siehst du ihn? Oh mein Gott, lass ihn. Er hat nichts damit zu tun. Helmut, komm. Er hat nichts damit zu tun. Helmut, komm, wir gehen. Er hat nichts damit zu tun. Aber dein Haus
Mein Haus hat auch nichts damit zu tun. Das ist schon hässlich genug. Bleibt da! Bleibt ein Schritt weiter, ich mach! Bleib ein Schritt weiter, ich mach! Gut, ein Schritt weiter, ich mach's! Hä? Bleibt da stehen, das mach ich's! Bleibt da stehen, oder ich kill ihn! Lass ihn! Lass mich Bleibt da stehen! Bleibt da stehen! Bleibt da stehen! Nicht Wieland! Lass wieder okay. in Ruhe! Okay, und jetzt bleib genau da stehen, sonst place ich direkt und zünde! Ich schwöre! So, jetzt ein Schritt weiter und zünd's! Okay? Ich also, mach nicht! Ein Schritt weiter! Bleib genau da stehen! Sorry! Mach's nicht! Ich mach's! Weißt du warum? Warum? Für die Gerechtigkeit! Oh mein Gott, er hat's einfach getan! Alter, was? Ey, super Kevin. Scheiße! Okay. Nein. Kevin, Wasser! Kevin, Wasser! Wasser! Gott, Alter. Okay, das war einer zu viel! Wasser, so. Kevin, Wasser! Wasser rauf! Alter, Wasser! So. Ich glaube, das reicht jetzt. Stopp, wir sind kurz. Hör auf. Okay, wenn du mich einmal hittest, dann... Ja, okay, das war's. Der Vogel ist abgeschossen, mein Freund. Ich geh mit und da. Tschüss. Alter. Falscher Moment, Digga. Falscher Moment. Komm mal, ich kann jonglieren. Alter, ich wusste nicht, dass das so krass ist, Basti. What the fuck? Ja, es ist also, Bro. Digga, wo kommst du her? Bro. Okay, oh, gib mal Stuff wieder. Hugo, gib mir die Hand. Bro, Real Talk. Also, was auf diesem Server nicht. Also hast du das? Digga, das erinnert mich an die Spongebob-Folge, wo der mich selber hinterm Stuhl küsst, ne? Oh mein Gott! Oh Gott! Ja, okay, komm, Helmut. Lass Helmut jetzt! Helmut, er entscheidet. Komm, wo gehst du hin? Ja, jeder geht in eine Richtung. Wo gehst du? Wow! Was? Er wählt den Tod! Helmut, wir können drüber reden, ey, bitte. Wir können drüber reden, Helmut! Helmut, tu's nicht! Nein! Helmut! Er liebt dich, Kevin, er liebt dich! Oh. Nein, er versteckt sich. Ey, Bruder, wir hören dich nicht, ne? Der Punch-It. Wenn er hochkommt, ich schieß auf. 3, 2, 1. Oh mein Gott, einer hat getroffen. Ja, ja. Warte, wenn er oben kommt, zack. Ich bin mit meinem. Er burnt. Oh. Hä? Stegi? Nein, Alter. Was? Oh mein Gott, der ist runtergesprungen, er hatte keinen Bock mehr. Nein! Ist Helmut gestorben? Helmut ist da runtergejumpt. Helmut, what the fuck? Digga, was macht der? Oh mein Gott, der Tag ist ein Desaster, Leute. Digga, Olaf will sich auch umbringen. Nein! Wie dann, meine ich? Digga, wie hoch er gesprungen ist. Alter! Wo springt der hin? Nein, was? Der hat's aufgebogen, Alter. Er hat einfach Trident. Wenn ihr das macht, dann ist eure Base kaputt. Okay. Basti, Digga. Basti, du siehst irgendwie wer bist denn du? Hey. Big Baba Bubu! Jetzt geht's erstmal weiter mit dem Stream. Leute, ich sehe gerade, es haben noch 13 Leute einen Twitch Prime Sub gerade frei. Vielleicht mal reindrücken, Big Baba Bubu. Der Timer funktioniert wieder nicht. Leute, die nächste 10er Sub-Bombe kann vielleicht mal einen Coinflip gewinnen. Das geht danke dir. Broad Pilot, danke dir auch. Oh, hey Basti, welches Ressource-Pack hast du damals 2019 verwendet? Auf welchem Server spielen wir jetzt ein bisschen PvP, Mann? Ja, Alter, ist das peinlich. Ja, Alter, das hat geschneit. Es hat geschneit? Ist das der Anfang von Österreich? Ja. Ey, Digga, ich, Kevin, ich sag's dir so, wie es ist. Okay, deine Base ist weg. Deine Base ist weg! Hast du mich verstanden? Ich spreng das hier in die Luft, Basti, und ich schreib dir auf Discord Koordinaten, wo die neuen Villager sind. Du musst immer Blackstream machen, wenn du hingehst, ja? Ja, mach ich, versprochen. Wirklich? Ja. Leute. Das 35er Loch, Deep Slate ist geterraformt. Das hat so lange gedauert. Alter, Höhe minus 59. Das geht nicht. Tief
Ungefähr. Wieder eine Sache mehr geschafft. Ist wirklich unbegreiflich, ne? Was hier in der kürzesten Zeit schon steht. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Die Wände oder Fläche auffüllen? Ja, ich glaube, es wäre aktuell unnötig, jetzt die Wände oder was auch immer voll zu machen, weil wir da ja eh was drauf platzieren werden. Ich denke, der macht es halt wirklich gerade, ne? Er ist halt wirklich ein Boss. Unten Wand, dann Fläche bis nächsten Ring. Ich glaube, Real Talk, dass der nächste Step eigentlich eher ist, sich darum zu kümmern, dass wir Säulen planen und das dann halt irgendwie überdeckt bekommen. Um es cleaner zu haben, würde ich vielleicht noch doch die Wände hochziehen. Die Wände hochzuziehen, das würde sehr gut helfen, sich zu orientieren zum Bauen. Weil, also jetzt, ne, wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie jetzt dort unten das macht, es ist halt, das ist ja so viel einladender, jetzt hier einfach die Blöcke drauf zu platzieren, als jetzt an so einer, also es wird ja dann eh hier außen. Ihr checkt ja, was ich ein bisschen meine. Ihr versteht, wo die Wände jetzt aber auch hinkommen, ne? Dass logischerweise hier Wände runtergezogen werden, bis hier jetzt dann Boden, hier Wände runtergezogen werden, dann hier Boden. Und hier kommen ja auch nochmal neue Wände ran. Und es werden ja auch unfassbar viele Blöcke, die wir dafür brauchen werden. Wir werden grüne Blöcke brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Menge Dark Prismarine. Ich glaube, eine Sache, die ich schon mal definitiv machen kann, die ich, also die sinnvoll ist, ist, dass ich mich mal ganz kurz darum kümmere, mehr Kisten bei der Dark Prismarine Farm sozusagen ranzuschließen. Aber du gehst nicht schlafen jetzt gleich? Nö. Okay. Na, dann geh ich. Mann, das macht man nicht. Hast du manchmal so das Gefühl, es fühlt sich so, ist gleich anstrengend oder so, wie das? Nö. Warst du früher guten Referaten? Nö. Oh fuck, ich war mute. Ich finde, ein sehr guter Vergleich ist Autofahren. Das ist genau das gleiche immer. Wenn du so nach dem Event 22 nach Hause fährst und dann fährst du noch so 5 Stunden nach Hause und bist um 4 da, bist du komplett im Arsch. Und so ist es nicht auch, wenn du so einen 8-Stunden-Stream reingemacht hast, bisschen nach. Das fühlt sich genau gleich an. Du bist jetzt nicht so richtig ja, aber im Arsch, so dass du jetzt irgendwie so 12 Stunden auf dem Bau gearbeitet hast, aber wenn du so die ganze Nacht mit dem Auto nach Hause fährst, bist du auch dann irgendwie, fällst du tot ins Bett dann. Bist du unten? Ich war jetzt gerade an der Farm. Ich bin halt auch, also bin halt von der Guardian Farm zu meinen Kisten geflogen. Ich komme jetzt zum Loch. Okay, ich bin auch noch oben an der Karte. Also du hast noch nicht reingeguckt? Nee. Oh doch, hab gerade. Digga, das ist übergeil. Digga. Dieses, man würde es gar nicht schätzen, aber dieses unten, das auf Bedrock, das ist halt per Hand jetzt abgeterraformt, das 35er Loch. Das hat... 35er Loch. Ja, also... Ja, wir haben 175, 125, 75er und noch 55er und unten ein 35er. Und genau deswegen hat, glaube ich, Max gerade gedacht, dass du älter bist. Genau das ist das. Genau das. Das 35er Loch. Ja, okay. Leute, ich bin weg. Das ist immer nice, noch mit euch zu zocken, Late Night. Feiert, dass ihr lange dabei seid. Wir sehen uns geil. Morgen wieder, ja? Geil. Ciao, Mann. Gut. Hugo, du bist mit ihm gleich in einem Bett, also in einem Raum. Ich kann ihn in die Augen gucken, während er mir Tschüss sagt. Also es macht nur gar keinen Sinn. er ist nur glücklich, gerade, dass er nicht als erstes geht, sondern dass ihr jetzt gemeinsam geht. Ja. Was er sagt. Tschüss, bis morgen, Leute. Ciao. Ich gehe jetzt auch. Du gehst jetzt? Ach, laber nicht echt. Ja. Ey, Hugo, war funny heute mit dir. Ja, war lustig. Ist es aber immer, ne? Danke. Gerne. Eine weitere Loch-Folge geht zu Ende. Das Loch ist halt wirklich absoluter Killer. Der 35er Krater dort unten, also Deep Slate hat mich wirklich gechallenged, das so abzubauen. Aber es nimmt langsam Form an und es wird so langsam dann jetzt auch bald begrünt. Und wir werden uns jetzt dann langsam auch um die wirkliche Dekoration und den eigentlichen Bau des Ganzen hier widmen. Trotzdem hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat, obwohl wir hier sehr lange Zeit hier in diesem Loch waren. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal. Lasst uns gerne die 600.000 Abonnenten knacken. Schaut jeden Tag gerne auf Twitch vorbei. Es gibt jeden Tag XXL-Streams hier heute auch wieder 11 Stunden geballert. Sehr, sehr geil. Und schaut auf WhatsApp vorbei. WhatsApp-Kanal ist verlinkt, angepinnter Kommentar, falls ihr ein bisschen Behind-the-Scenes-Stuff sehen wollt. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.